Miele Coffee Select. Für jede Kaffeespezialität die passende Bohnensorte. Dank eines dreigeteilten Bohnenbehälters stehen in einem Gerät unterschiedliche Bohnensorten zur Auswahl. Voraussetzungen für eine sortenreine Ausgabe sind eine intelligente Bohnenportionierung sowie ein schräggestelltes Mahlwerk. Nur so bleiben nach dem Bezug keine Bohnen oder Pulverreste im Mahlwerk. Jeder Bohnenbehälter ist mit einer Füllstandserkennung ausgestattet. Die erkennt, wann er leer ist. Der Nutzer kann ganz bequem jedem Bohnenbehälter bestimmte Getränke zuordnen. Zum Beispiel den Espresso-Bohnen, Ristretto und Espresso oder den Kaffee-Crema-Bohnen, normalen Kaffee, ganz wie man möchte. Wählt man ein Getränk aus, öffnet die Bohnenportionierung den entsprechenden Behälter. Die Bohnenportionierung besteht aus einer oberen und unteren Disk mit jeweils einer Öffnung. Zuerst fahren beide Disks in geschlossenem Zustand den zugewiesenen Behälter an. Die Öffnung der oberen Disk befindet sich direkt unter dem gewünschten Bohnenbehälter. Danach dreht sich die untere Disk ein Stück zurück, damit die beiden Öffnungen übereinander liegen. Dabei wird der angewählte Behälter geöffnet. Der Motor sorgt für eine rüttelnde Bewegung, damit herunterfallende Bohnen sich nicht blockieren können. Die Bohnen fallen ins Mahlwerk und werden gemahlen. Die untere Disk verschließt den Bohnenbehälter, sobald die ausreichende Menge Bohnen im Mahlwerk ist. Das frische Pulver gelangt direkt in die Brüheinheit. Da von oben keine Bohnen mehr nachkommen, kann das Mahlwerk vollkommen leer gemahlen werden. Ein Flügelrad entfernt Pulverreste aus dem Mahlwerk, damit dort kein Kaffee verbleibt, der sich beim nächsten Bezug mit einer anderen Bohnensorte mischen könnte. Miele Coffee Select. Für jede Kaffeespezialität die passende Bohnensorte. In einem Gerät.